Stell dir vor, es ist wahr und die ganzen Differenzen auf der Welt sind auf einmal nicht mehr da. Und alle sagen kollektiv, na gut, verzichten wir halt auf Grenzen. Und wisst was, jetzt bauen wir's einfach alle an. Ja, was war dann? Was war dann? Ha? Darf ich alle herzlich zur vierten Montagsharmonie Klagenfurt begrüßen? Wir sind halt zum vierten Mal da und diesmal am alten Platz. Die meisten kennen es eh schon, von dem her werde ich gar nicht mehr lang einleiten. Ich gehe vielleicht gleich direkt zum kurzen Thema, was ich sprechen möchte. Und zwar, ich möchte darüber reden, welchen Geist es vielleicht braucht bei den Montagsharmonien, Mahnwachen, wie auch immer. Ich habe mal lange Zeit Aikido gemacht und mein Aikido-Trainer, der das jetzt seit knapp 40 Jahren macht, war eigentlich ein Hooligan, war sehr gewalttätig und ist dann irgendwann nochmal auf Aikido gekommen. Und was ihn da bei diesem Aikido so fasziniert hat, waren, abgesehen davon, dass ihm das taugt hat von der Bewegung her, war, wie sein Trainer ihm erzählt hat, was Aikido eigentlich ist. Und dass es eigentlich nur auf drei Prinzipien aufbaut. Also Aikido, für alle, die es nicht kennen, das ist eine asiatische Kampfkunst, wo es darum geht, die Energie des anderen zu nehmen und zu führen, aber nicht selber gewalttätig oder irgendwie gewalttätig zu werden. Und das erste Prinzip ist, dass man schaut, dass der andere einem selber nicht wehtut. Das ist relativ simpel, das ist in jeder Kampfsport, bei Boxen auch so. Schaut einmal, dass man anderen nicht wehtut, also dass man selber möglichst autark, möglichst autonom ist. Und das zweite Prinzip ist, dass man selber den anderen nicht wehtut. Dafür braucht es ein bisschen Empathie, da braucht es ein bisschen Nachdenken, das ist dann schon eher bei Judo oder so. Und das dritte und letzte Prinzip, und das ist, worum es im Aikido, was Aikido im Gegensatz zu anderen Kampfkünsten hervorhebt, man schaut, dass sich der andere selber nicht wehtut. Das ist relativ schwierig. Also ich habe lange Aikido gemacht und bin absoluter Anfänger bezeichnen, weil es wirklich sehr hohe Kunst ist. Und worum geht es dabei? Also man geht nicht darüber hinaus zu sagen, ja, wenn die Leute selber zu blöd sind, sind sie selber zu blöd, sondern man geht in eine sehr große Empathie, würde ich sagen. Man schaut, okay, da kommt da, kann man sagen, vielleicht negative Energie und wie kann ich schauen, dass ich die positiv umwandle? Und praktisch würde das bedeuten, dass ihr zum Beispiel Werbung macht für die Montagsharmonie. In Österreich schaut es ja dazu so aus, dass da viele Leute nicht davon Bescheid wissen und dass es eigentlich relativ unbekannt ist. In Deutschland gibt es ja schon Diffamierungen und so, also schon lange. Und dass man ja darüber redet und vielleicht doch einmal auf sehr kontroverse Meinung trifft. Also dass jemand sagt, oh Gott, das sind ja, die würde die Labels gar nicht benennen, so und so schlimme Leute, die dorthin gehen, dass man erst einmal auf den anderen eingeht. Also dass man gar nicht so redet, wie toll das nicht hier ist und so, sondern dass man mal zuhört und versucht zu verstehen, wo hat der seine Funktion her, was glaubt er, was denkt er darüber. Kürzlich mal mit jemandem geredet, der gemeint hat, dass Kriege vielleicht doch eine tolle Sache ist, wenn man da ja Menschen befreit. Und ich habe nicht davon angeredet, darüber geredet, dass das total schlecht ist und dass es das Blödsinn ist, sondern ich versuche einmal zu verstehen. Die Idee dahinter, nämlich dass Krieg irgendwie was Friedliches machen könnte. Das heißt, sein Endziel war eigentlich auch Frieden. Wobei vom Weg her würde er nicht zustimmen, aber sein Endziel war eigentlich ja Frieden, also auf beiden Seiten. Und ich fragte euch, vielleicht gibt es da andere Möglichkeiten, vielleicht muss man das nicht gewalttätig machen. Und im Endeffekt hat man dann auch zugestimmt. Aber ich glaube, wenn ich jetzt angefangen hätte und gesagt hätte, gleich am Anfang, na du, was der Krieg ist, ein Blödsinn, das kann man nicht machen, es geht nur friedlich, wäre ich nie auf Zustimmung getroffen. Ich glaube, das ist der Geist, in dem wir uns weiter verbreiten sollten. Eben friedlich, Jean Nolan hat so schön gesagt, friedliche Nicht-Kooperation. Also in den Dingen, wo wir nicht zustimmen, da kooperieren wir auch nicht. Wir werden aber nicht gewalttätig, wir werden ja nicht ausufern oder so, sondern eben ganz klar friedlich. Und ich glaube, diesen Geist, wenn wir den irgendwie bewahren könnten, das wäre schön. Heute hat man eigentlich Musik gehabt, leider, wir haben alles da, außer die Musikinstrumente. Aber am nächsten Mal werden wir auf jeden Fall Musik haben. Und, wichtig, machen wir was Tolles. Wien macht seit, weiß nicht wie lang schon, vor der Montagsharmonie oder Friedensmahnwache, meditieren die immer eine Viertelstunde. Und ich finde es klasse und werde nächste Woche auch hier meditieren, und zwar von 17.45 Uhr bis 18 Uhr. Das heißt, alle, die hier meditieren wollen, können hier eine kleine Gruppenmeditation machen, sind herzlichst eingeladen. Auch alle, die noch nie in einem Leben meditiert haben oder gar nicht wissen, was das ist, sind auch herzlich eingeladen. Es ist, man kann das in einer Minute Erklärung dann auch schnell machen. Also es ist jetzt kein, also es ist eine schwere Kunst, aber es ist leicht zu lernen, sagen wir so. Und genau, das heißt, die Idee ist, dass wir nächste Woche von 17.45 Uhr bis 18 Uhr meditieren, oder halt alle, die wollen. Und danach geht es ganz normal los im Programm, wie immer. Wir reden, hören uns zu, vernetzen uns, tauschen uns aus.
Genau, und damit möchte ich schon ans offene Mikrofon einleiten. Wer immer sprechen will, ist herzlich eingeladen, hier zu sprechen. Und ja, traut euch. Grüß euch, ich bin der Peter. Ein paar kennen mich schon, andere werden mich noch kennenlernen. tja, ich finde es spitze, dass wir uns da treffen dürfen. Und ich finde, es ist wichtig, dass man sich da trifft. Es ist durchaus mit gewissen Risiken verbunden, wie ihr alle wisst. Die NSA sind nicht die einzigen, die Fotos machen und das geil finden, wenn sie andere Leute überwachen. Es gibt auch eine Menge andere Leute, die ein Interesse daran haben, sozusagen uns im Griff zu haben. Aber, hoppla, aber das Entscheidende ist sozusagen, wie wir selber damit umgehen. Denn, und das ist meine Meinung, das ist mein, ja, zurück. So, geht's besser? Danke, jetzt habe ich es verstanden, hoffentlich. Ja, ich finde, das ist ein interessanter Platz, auf dem wir da stehen. Die Pestsäule, das hat man im Mittelalter angewendet, nicht? Nachdem sozusagen eine große Krise über uns gekommen ist, nachdem man so also gemerkt hat, sozusagen im Mittelalter, naja, man hat über die Verhältnisse gelebt, man hat sich nicht an dem, wie soll ich sagen, an dem orientiert, woran man sich orientieren soll, an einer gewissen Hygiene. Und ich glaube, es ist wieder Zeit, dass wir sozusagen uns dieser Pest bewusst werden. Es ist eine andere Art von Krankheit, mit der wir konfrontiert werden. Und diese Krankheit geht in eine Richtung, die nicht so offensichtlich, so transparent ist. Man denkt es nur, man kennt es, weil man es halt im Fernsehen sieht oder irgendwo im Internet. Naja, aber die Krankheit breitet sich aus. Nicht? Chemtrails ist ein Effekt davon. Ein zweiter Effekt ist aber zum Beispiel auch die massive, die intensive Nutzung von an und für sich einer guten Sache, nämlich der Mathematik. Ich glaube, den meisten von euch, weiß nicht, ob euch das bewusst ist, wie intensiv heute fast jedes Militär, fast jede Regierung, fast jedes System, sozusagen insbesondere im Bereich der Statistik, Daten nutzt. Daten sind keine harmlose Geschichte. Daten sind nicht einfach nur, naja, ein paar Bits, die man irgendwo in einem Rechner speichert und dann war's das. Sondern Daten bedeuten Kontrolle. Und Kontrolle ist ein Wort, es ist aber auch ein Inhalt, es ist ein System. Und dieses System bewirkt, dass Effekte entstehen, die man ja, Leute, die also Statistikvorlesungen besucht haben, wissen das ja, die entscheiden sozusagen, was ist Zufall und was hat System. Was hat, um das mal mit ein paar Begrifflichkeiten zu untermauern, was hat Signifikanz. Und diese Dinge sind nicht so einfach und die sind nicht so harmlos, aber sie sind sehr, sehr wichtig in unserer Gesellschaft, denn sie entscheiden darüber, dass einige wenige das Sagen haben, ohne dass sie dafür die Verantwortung übernehmen müssen. Und darum geht es, Verantwortung zu übernehmen. Natürlich ist es wichtig, dass jeder von uns auch wieder die Verantwortung übernimmt, aber es geht auch darum, dass ich nur das verantworten kann, was ich auch selber in der Hand habe, was ich auch selber in meinem Einflussbereich habe. Wenn dieser Einflussbereich aber durch Wahrscheinlichkeitsverteilungen, insbesondere durch Signifikanzen, durch, wie soll ich sagen, sogenannte Gesetze, bewusst in eine gewisse, jetzt verwende ich wieder einen Begriff, Skewness, in eine gewisse Verteilungsschiefe hineinverzerrt wird, dann habe ich es eben selber nicht mehr in der Hand und die Frage ist, was soll ich denn da verantworten? Verantwortung hat immer was damit zu tun, dass man es auch selber in der Hand hat. Oder anders ausgedrückt, dass man auch ein gewisses Maß an Kontrolle darüber hat. Und die Frage, die sich stellt sozusagen, wie kann man diese Kontrolle verschleiern? Die Antwort ist die Mathematik. Unterschätzt nicht den Effekt der Mächtigkeit dieses Instrumentariums. Schaut euch das genauer an. Daten sind keine harmlose Geschichte. Daten bedeuten Kontrolle. Daten bedeuten Skewness. Und in dem Zusammenhang fällt mir noch etwas anderes ein. Und zwar, die meisten von euch haben sicher schon einmal was von einer Verfassung gehört. Und in der Verfassung steht ja, sozusagen der Verfassung zugrunde gelegt, ist ja der sogenannte Gleichheitsgrundsatz. Aber was ist Gleichheit? Was ist der Gleichheitsgrundsatz? Wenn man sich das im Sinne der Mathematik anschaut, ist nämlich der Gleichheitsgrundsatz eine sogenannte Gleichverteilung. Und wenn man sich die Statistik anschaut, dann weiß man, dass alles, was von dieser Gleichverteilung sozusagen abweicht, also eine gewisse Verteilungsschiefe hat, signifikant wird, also sozusagen überzufällig wird, bis hin zum Determinismus. Mit anderen Worten, ob wir in einer Demokratie leben oder nicht, das ist messbar.
Das ist messbar, das ist kein Zufall. Das ist nicht einfach nur eine Auslegungssache von einem Richter oder einem Staatsanwalt oder von irgendwelchen Verfassungsrechtlern. Das ist eine messbare Größe. Aber die Kontrolle dafür sind Daten. Und genau die versucht man uns vorzuenthalten, indem man sagt, naja, Dienstrecht oder das ist jetzt dann irgendein Geheimnis, ein Amtsgeheimnis etc. In Wahrheit geht es aber darum, sobald du an diese Daten rankommst, kannst du es gegen die Gleichverteilung messen. Und du siehst ziemlich schnell, wo habe ich Signifikanz und wo habe ich keine Signifikanz. Und sobald Signifikanz da ist, wird es nämlich erst richtig interessant, weil dann kannst du nämlich gezielt nachforschen. Du kannst nicht irgendwo in diesem riesigen Pool von Daten sozusagen irgendwas machen, sondern du siehst aufgrund der Signifikanz, Moment, da schauen wir mal weiter rein, was ist denn da dahinter los? Und dann kommst du dahinter, dass viele Dinge, insbesondere im Bereich des Vertragsrechts, im Bereich des Gleichheitsgrundsatzes und damit der Verfassung, massive Verstöße stattfinden, die messbar sind. Aber diese Messbarkeit sozusagen wird verhindert durch den Datenschutz. Apropos Datenschutz. Datenschutz bedeutet im Kern nichts anderes, als der Staat schützt seine Daten vor uns. Aber wir haben kein Recht auf Datenschutz, denn wie wir spätestens seit der NSA-Snowden-Affäre wissen, kann man die Daten von uns jederzeit am Handy abgreifen. Wir haben bei uns in Österreich übrigens einen Antiterrorparagrafen. Sehr lustig, oder? Sehr lustig. Das heißt, du kannst sogar ohne, dass ein Richter das beschließt, kann jemand auf dein Handy zugreifen, der sagt halt einfach, naja, ist halt derer verdächtig. Naja, der ist gefährlich. Nicht? Und da schaut er nach. Also Datenschutz besteht im Wesentlichen nur darin, dass der Staat seine Daten vor uns stützt. Und damit stellt sich die Frage, wer ist eigentlich dieser Staat? Sind wir dieser Staat? Meiner Meinung nach sind eben nicht wir der Staat, sondern wir sind mehr oder weniger, wie soll ich sagen, Erfüllungsgehilfen. Wir versuchen, ein System aufrechtzuerhalten aus Liebe zu unserem eigenen Leben und auch aus Liebe zu den Menschen, die wir gern haben, von denen wir wollen, dass es ihnen gut geht. Aber im Grunde genommen sozusagen sind wir nicht der Staat, den wir sein sollten, nämlich aus dem Volk für das Volk. Und das ist wichtig, dass wir das wieder werden. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass wir wieder dieser Staat werden, dass das, was von uns ausgeht, sozusagen uns auch regiert und nicht das, was von irgendwelchen Leuten unter irgendwelchen dubiosen, wie soll ich sagen, sogenannten Gesetzen ausgeht, uns regiert. Denn schau da wirklich das einmal an. Angenommen, du würdest das wirklich einmal messen. Thema Qualitätssicherung. Kurz. Jedes Produkt, das man in Umlauf bringt, wirklich jedes Produkt, egal ob es ein Backel Milch ist oder ob es ein Metallschrauben ist oder ob es jetzt ein Autoreifen ist oder ob es jetzt ein Apfel ist, jedes Produkt unterliegt einer Qualitätssicherung. Das heißt, wenn ich einen Apfel in die Hand kriege, will ich, dass im Apfel Apfel drinnen ist. Und wenn ich ein Backel Milch trinke, will ich, dass im Backel Milch ein Backel Milch drinnen ist. Und wenn ich Schrauben kaufe, dann will ich jetzt nicht ein Glasscherben haben. Ich will das, was ich kaufe, auch tatsächlich in Händen halten. Das nennt man Qualitätssicherung. Das muss regelmäßig kontrolliert werden. Da kann ich dann auch sagen, wir haben einen Prototypen entwickelt und danach braucht man nie mehr schauen, ob das wirklich so ist. Überall gibt es das. Nur in einem Bereich gibt es keine Qualitätssicherung. Nämlich bei den Gesetzen. Gesetze unterliegen überhaupt keiner Qualitätssicherung. Gesetze werden einfach beschlossen. Und das ist eine Sache, die muss man mal gegenchecken. Nämlich auch in Bezug auf sogenannte Signifikanz. Indem man zum Beispiel Stichproben macht. Ganz normal, wie man sie in der Statistik sonst auch überall macht. Ich mache eine Stichprobe und schaue mal an, ist das überhaupt repräsentativ, dieses Gesetz, dieser Paragraph für das Volk? Ist das Volk überhaupt damit einverstanden? Und ich behaupte wahrscheinlich, wenn wir Qualitätssicherung im Bereich der Gesetze machen würden, würden von diesen ca. 32.000 Paragraphen, die ich einmal sozusagen einmal so von Newsline.at mir runtergezogen habe, ich weiß nicht, wie viel davon übrig bleiben, aber ich glaube, das sind wir im unter 1%-Bereich, weil die Mehrzahl dieser Gesetze entweder nicht verständlich sind, man kann sie gar nicht einhalten, weil man sie gar nicht versteht, als normaler Durchschnittsmensch, oder selbst wenn man sie einhalten kann, sind sie so eine rigide Einschränkung auf die Lebensqualität, dass man sagt, na, um Gottes Willen, da verliere ich meine Lust am Leben. Und das ist genau das, was auch dazu führt, dass der Staat uns in der Hand hat. Weil wenn es so viele Gesetze gibt und diese Gesetze sozusagen in ihrer Auslegung so, sage ich mal, so breit gestreut sind, ohne dass man sie wirklich misst, vorsätzlich misst, dann darf man sich nicht wundern, sozusagen, dass man ständig in irgendeine Fallen reintappt. Das ist überhaupt keine Kunst. Gesetze zu brechen ist überhaupt keine Kunst, selbst wenn man es gar nicht will. Es entsteht einfach durch die Vielzahl der Gesetze, durch die breite Auslegung und dadurch, dass man sie eben nicht messbar macht. Aber Gesetze gehören genauso wie alles andere messbar gemacht. Und zwar zum Beispiel gegen die Gleichverteilung. Denn das ist die Verfassung. Gleichverteilung bedeutet, wer es nicht weiß, Gleichverteilung bedeutet sozusagen, dass jedes Ereignis die gleiche Eintrittswahrscheinlichkeit hat. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass wir wirklich von Demokratie reden können.
Diese Dinge sind messbar, sie werden aber nicht gemessen, weil man natürlich eine scheiß Angst hat, was dabei rauskommt. Es ist ja intuitiv klar, was dabei rauskommt, nämlich, dass wir extreme Verteilungsschiefe haben. Intuitiv weiß es ja jeder. Aber man kann es halt nicht beweisen und damit ist es eine Verschwörungstheorie oder was weiß ich, der ist halt ein bisschen krank. Aber wir leben im 21. Jahrhundert und im 21. Jahrhundert kann man diese Dinge messen. Man kann sie messen. Wenn wir das nicht wollen, weil wir uns dafür nicht einsetzen, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass uns jeder erklären kann, wie Gesetze funktionieren und wie kompliziert das doch alles ist. Die Wahrheit ist, die Gesetze sind nicht kompliziert, sondern kompliziert ist nur die Auslegung und das bewusste Verschleiern von Messbarkeit. Und das ist eine Sache, die darf man nicht unterschätzen. Das ist ein Effekt, der sehr, sehr wichtig ist. Datenschutz, Auslegung, freie Interpretierbarkeit von Gesetzen, ich weiß, deswegen vielleicht Juristen anders, aber ich behaupte, das ist eben etwas, wo man sagt, das entspricht überhaupt nicht dem 21. Jahrhundert, sondern das ist, wie soll ich sagen, altrömisches Recht. Vor 2000 Jahren hat man so agiert. Ja, damals hat man es wirklich nicht besser können. Heute kann man alles messen. Mit anderen Worten, wir können eine Verfassung machen, die messbar ist. Da kannst du dann wirklich messen, was Gleichheit ist. Sind wir hier gleichwertig oder sind wir es nicht? Wenn wir nämlich gleichwertig sind, und das ist ja die Voraussetzung dafür, dass wir uns selbst als Demokratie bezeichnen, dann und nur dann sind wir eine Demokratie. In allen anderen Fällen müssen wir das erst damit schaffen, diesen Zustand, diesen luxuriösen Zustand wirklich gleich und gleichberechtigt zu sein. Und das ist machbar. Es ist von der Technik her schon lange machbar. Aber es wird das genaue Gegenteil gemacht. Man geht her und verschleiert. So gut man nur irgendwie kann verschleiern. Und das ist aber auch, liegt an uns, dass wir sagen, na, so nicht, Freunde. So nicht. Darum geht's. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. So, ist ja wurscht. Also ich möchte anknüpfen an meine letzte Rede, die mir eigentlich, ich habe nicht gewusst, dass es ins Internet gestellt wird, nicht so gut gefallen hat, weil ich hätte mich sonst ein bisschen zurückgenommen. Ich nehme nichts zurück, was ich gesagt habe, aber halt so ein bisschen in meiner Ausdrucksweise. Und ich würde gern sachlich bleiben und nur die Fakten sprechen lassen. Ja? Und dazu möchte ich aus dem Buch zitieren. Ja? Und wie gesagt, dieses Buch habe ich schon erwähnt, 1000 Ärzte gegen Tierversuche. Da sollten die Menschen eigentlich alle wissen, was da drinnen steht. Denn dann kommt man drauf, woher diese Medikamente kommen, die die Menschen alle einnehmen und die Menschen krank machen. Und viele sterben nur an den Medikamenten, an die Handlungen, nicht einmal an der Krankheit. Und wie gesagt, das ist die Grundlage der schulmedizinischen Wissenschaft, das habe ich letztens schon erwähnt, die Tierversuche. Und da möchte ich ein paar Zitate von, ich habe ja drinnen Zitate von acht Ärzte von 1824 bis 1986. 1986 ist dieses Buch herausgekommen, man kriegt aber kein weiteres mehr und das auch nicht mehr. Und es geht aber frisch und fröhlich weiter, also das Buch gibt es nicht mehr, aber die Tierversuche gibt es genauso noch. Und von verschiedenen Ärzten, Sie sehen, das ist ja endlos, ich könnte das ganze Jahr was berichten. Und jetzt fangen wir mal mit etwas an. Das Tiermodellsystem tötet nicht nur Tiere, sondern auch Menschen. Es existiert kein Beweis, dass der Gebrauch von Tieren in der Krebsforschung zur Vorbeugung oder zur Genesung auch nur eines einzigen Menschen geführt hat. Das hat der Dr. Erwin Dr. Boss und Dr. Boss, vormaliger Leiter am größten und bekanntesten aller Krebsforschungsinstitute der USA. Dann Tierversuche tragen im Normalfall nicht nur nichts zur Arzneimittelsicherheit bei, sondern bewirken geradezu das Gegenteil. Professor Dr. Kurt Fickenscher, Leiter der pharmakologischen Abteilung Universität Bonn, also es sind alles namhafte Ärzte. Da Tierversuche wertlos sind und zur Quacksalberei in der Medizin führen, so bin ich gegen Tierversuche, und zwar als Wissenschaftler. Professor Dr. Robert Mendelssohn, Professor für Präventivmedizin an der Universität von Illinois, Chicago und Wissenschaftsautor. Das ist das eine. Dann kommen wir auf, ich muss schon die Seiten merken, 21, wenn es zu viel wird, sagen soll, von dem so viel zu reden. So. Das sind weitere Zitate. Ich bin seit 51 Jahren Chirurg. Ich operiere noch täglich und kann behaupten, dass ich meine Handfertigkeit keineswegs Tierversuchen verdanke. Gelernt habe ich mein Fach wie jeder gute Chirurg zunächst als Assistent anderer Chirurgen. Hätte ich Chirurgie durch Tierversuche erlernen müssen, so wäre ich ein Nichtskönner in diesem Fach. So wie ich jene meiner Kollegen, die sich einbilden, Chirurgie durch Tierversuche erlernt zu haben, als Nichtskönner betrachte.
Also ich brauche nicht immer, glaube ich, das ist ein bisschen aufwendig, aber das sind alles namhafte Ärzte, Professor Dr. Ferdinand Rolea, Professor für pathologische und klinische Chirurgie an der Universität von Neapel. Also 86, das waren diese neuesten Meldungen. Der Grund, warum ich gegen Tierversuche bin, ist, dass sie nicht funktionieren. Sie haben keinen wissenschaftlichen Wert. Man kann die Resultate von Forschungen an Tieren nicht auf den Menschen übertragen. Und jeder gute Wissenschaftler weiß das. Da Tierversuche wertlos sind und da sie zur Quacksalberei in der Medizin führen und ich gegen Quacksalberei bin, so bin ich gegen Tierversuche, und zwar als Wissenschaftler. Wieder der Dr. Mendelssohn. Dann schauen wir doch noch ein bisschen weiter, wir sind nicht alles. Die Frage lautet, kann man auf Tierversuche verzichten, ohne den medizinischen Fortschritt aufzuhalten? Meine Antwort ist nicht, man kann, sondern man muss auf Tierversuche verzichten, um den medizinischen Fortschritt nicht aufzuhalten. Dann, ich bin der Ansicht, dass die Tierversuche im Interesse der medizinischen Wissenschaft abgeschafft werden müssen. Dafür hat es viele Gründe. Der Hauptgrund ist, dass sie irreführend sind. Sowohl die Vergangenheit wie die Gegenwart bezeugen dies, dass keine einzige medizinische Entdeckung von dauerndem Wert jemals den Tierversuchen zu verdanken war. Andererseits die irrigen Schlüsse, die zum Beispiel Darwin im Altertum, von der Herr Stammer die Tierversuche schon, von Tierversuchen gezogen hatte, den Menschen jahrhundertelang schwere Leiden und frühen Tod verursacht haben. Und das alles, wo die Tiere, also Millionen von Tieren jährlich und weltweit also zu Tode gequält werden, also ganz umsonst. Für einen Menschen bringt das überhaupt nichts. Dann habe ich da noch was, also ich weiß nicht, ob es nicht zu viel wird, was mir erlauben ist, wäre ein bisschen viel zum Lesen. Ich weiß nicht, ob es durchfällt. Also der allzu früh verstorbene Dr. Herbert Stiller, der 1969 den bundesdeutschen Verein Ärzte gegen Tierversuche gründete und eine seiner zahlreichen Schriften folgendermaßen begann. Die Öffentlichkeit diskutiert seit längerem heftig die Tierversuche und ihre jetzt zunehmend offensichtlich werdenden schädlichen Folgen. In letzter Zeit werden nun unter anderem durch Horst Stern in seinen Film Tiere in der Pharmaforschung die Tierschützer angegriffen, weil sie die Tierversuche emotionalisieren. Und die Bürger ganz allgemein, weil sie die Medikamente nehmen. Schuld an der Misere mit den Tierversuchen sind also nicht die Tierexperimentatoren und die Forschung und die Pharmaindustrie, die ihre Medikamente verkaufen will und sie dementsprechend anpreist. Schuld ist der Bürger, der darauf hereinfällt. Und wer diese Zusammenhänge und Hintergründe aufdecken und ändern will, ist ein emotionaler Tierschützer. Über die grundlegende Unehrlichkeit der von Tierfolter profitierenden Personen berichtete einmal unter anderem Frau Dr. Med Noemi Pascal im 1969 als Fachärztin für klinische Hämatologie von der Universität Jerusalem anerkannt und früher als Ärztin auch im Rotkreuz-Krankenhaus in Peking tätig. Im Buch Kritik der Tierversuche vom Kübler Verlag 1980, als sie Referentin für klinische Forschung bei einem pharmazeutischen Unternehmen in Nordrhein-Westfalen war, gab sie folgenden Bericht über eine Unterrichtsstunde. Der Mann redete mit außerordentlicher Gewandtheit. In glatten, druckreifen Sätzen. Heute, meine Damen und Herren, begann er, werde ich Ihnen etwas über die Technik der Tierversuche erzählen. Als ich noch in England war, hatten wir dauernd mit der Liga der Antivivisektionisten zu kämpfen. Täglich standen irgendwelche alte Jungfern auf der Matte vor unserem Labor und stellten Fragen. Das war sehr unbequem. Zum Glück war einer unserer Laboranten ein richtiges Schlitzohr. Er verstand es, den alten Damen einzureden, dass wir den Tieren wir ihnen ein Loch in die Schädelknochen hinein präparieren, um das Gehirn zu infizieren, eine tiefe Narkose verpassen. Dies hätte, wäre es wahr gewesen, unsere ganze Versuchsordnung über den Haufen geworfen. Nun, so waren wir die alten Damen für eine Weile los und konnten in Ruhe arbeiten. Es gibt auch noch andere Methoden, mit deren Hilfe man Erreger im lebenden Tier züchten kann. So kann man zum Beispiel in den Augapfel inokulieren. Weitere zur Inokulation geeignete Stellen sind die Ballen an den Pfoten, auch in der Zunge kann man häufig mit Erfolg inokulieren. Ich werde Ihnen zeigen, wie das gemacht wird. Es ist ganz einfach, wenn man den Dreheimer raus hat. Auf dem Lehrpult ging die Lektion weiter. Es wurde gebohrt, gestochen, inokuliert, Auge, Zunge, Pfoten, Hirn, alles an den gleichen unglücklichen Tieren. Zu den gebräuchlichsten und überzeugendsten Irreführungen
Der öffentlichen Meinung gehören die Operationen an kurarisierten Tieren. Diese sorgfältig geführten, leichtgläubigen Journalisten und Politiker veranstaltet werden. Also chirurgische Eingriffe an Tieren, deren motorische Nerven durch das indianische Pfeilgift Curare total gelähmt sind, während die sensorischen Gefühlsnerven jedoch unbeeinflusst bleiben. Das heißt, die Tiere können sich nicht rühren, fühlen aber alles, was das Messer mit ihnen ansteht. Sie verbleiben meist mit offenen Augen ganz unbeweglich. Die Zuschauer sind beruhigt. Auf Seite 144 des Fliegelbuches wurde schon über Curare berichtet, steht eine ausführliche nackte Herrscherin. Das ist auch ein Buch dementsprechend. Ein weiteres beliebtes Beruhigungsmittel der öffentlichen Meinung ist die Durchschneidung der Stimmbänder. Wir haben einen Laborherrn auf den Kopf seiner Kinder schwören gehört, dass in seinem Institut keine Stimmbänder durchschnitten werden, weil das ja in der Schweiz gesetzlich verboten sei. Was solche Leute verschweigen, ist, dass unsere Tierversuchsanstalten aus diesem Grunde aus USA massenweise junge Beagle-Hunde und andere Tiere importieren, die mit bereits geschnittenen Stimmbändern geliefert werden. Einige der 1600 amerikanischen Zuchtanstalten, wie die Tacoma Farms, liefern Tiere, die mit bis zu 17 verschiedenen Voroperationen chirurgische Veränderungen erfahren haben, inklusive des Herausreißen der Augäpfel. In der Tat kann man, jetzt frage ich mich, wie das ist, da, weil es in den Vereinigten Staaten keinerlei Schutzgesetze für Versuchstiere gibt, geben das routinemäßige Durchschneiden der Stimmbänder bereitwillig zu und rechtfertigen es sogar als eine humanitäre Maßnahme, um die Nachtruhe oder die Empfindlichkeit der Nachbarschaft zu respektieren. Aber auch für die medizinischen Schäden, die bereits im Fliegelbuch von ehrlichen Ärzten nachgewiesen, jedoch regelmäßig von den verantwortlichen Stellen vertuscht wurden, ist es unerlässlich, das Buch des Zürcher Zahnarztes aufmerksam zu lesen. Also da wäre ich jetzt einmal mit dem einen, wo es wird ja mit dem fertig. Und dann hätte ich noch zwei Berichte da in dem Buch. Wenn es noch geht. Ich könnte ja jedes Mal einen Beitrag bringen. Ich bleibe einmal bei dem, ich habe ja, das sind meine Themen, jeder hat glaube ich ein Thema, das ist mein Thema, wie auch Kinderschutz, aber das kommt auch noch. Jetzt bin ich einmal beim Tierschutz und vor allem bei den Versuchstieren. So, Hund 1113. Das müssen wir noch schauen. Da sind wir. Durch Ärzte des Grauens gefolterte Tiere. Das ist viel, viel kleiner geschrieben jetzt. Tierfolterung durch Mediziner. Das geht den Medikamenten voraus. Ist in der Zeit gestanden, die Zeit vom 4. bei Nummer 491. In der Schmerzmittelforschung werden Tiere entsetzlichen Qualen ausgesetzt. Wird zum Beispiel die Wirkung von Schmerzmitteln gegen Verbrennungen getestet, werden die Tiere langsam verkohlt, ohne Narkose. Wegen ihrer großen Zähigkeit mit hoher Empfindlichkeit und sind Katzen die beliebtesten Tiere für neurologische Experimente. Existieren verschiedene Vorrichtungen an den Tieren, den Schädel zu durchbohren und eine Kanüle in das Gehirn einzupflanzen. Das Bild links, das ist aber woanders, das ist nicht da dabei, zeigt eine Katze mit permanent angebrachter Kanüle. Diese bleibt mit acrylsaurem Zement am Schädel fixiert, nachdem sie mit 4 Schrauben vom Knochen verankert wurde. Um die wiederholte Einführung von Spritzen, Sensoren, Elektroden und anderes mehr zu erleichtern. Mit der Zeit bildet sich im Schädelraum um die Kanüle Eiter, der in die Augen und Stirnhöhlen sickert und zur Blindung und Tod führen kann. Also, man kann ja den Hunden werden, die Stimmbänder, es ist so klein, ich muss das nächstes eine Pille mitnehmen, aber ich habe da noch etwas vergessen, da drinnen ist noch ganz etwas Arges, ganz was Arges, und das muss ich mir jetzt erst anschauen, wie das hat. Sinnlosigkeit. Ja. Und das habe ich auf Seite 31, 32. Das tun wir wieder weg. Ja.
Da kommt jetzt, das ist ein Bericht von einem ehemaligen Tierversucher. Die britische Bewegung, also gegen Tierversuche, wurde vor fast genau einem Jahrhundert von Dr. George Hoven entfacht. Das ist aus dem Jahr 1875. Jetzt, wenn man jetzt hernimmt, die Zeit, was wenn da jährlich Millionen, jedenfalls in unserer heutigen Zeit schon, Millionen von Tieren überall verbraucht werden, in jedem Staat, allein in Deutschland 2 Millionen. Und das geht schon so weit zurück, das ist ja schon 1,5 Jahrhunderte. Dann kann man sich ausmalen, wie viele Tiere da schon haben sie geopfert worden. Und bestialisch. Also die britische Bewegung wurde vor fast genau einem Jahrhundert von Dr. George Hoven entfacht, dem englischen Physiologen, der in Frankreich studiert hatte und von Claude Bernard als Assistent angestellt worden war. Aber 4 Monate später gab Hoven seine Stellung angewidert auf, kehrte nach England zurück und beschrieb in einem langen Brief an den Morning Post, der am 1. Februar 1875 veröffentlicht wurde, die grauenhaften und nutzlosen Experimente, die er mit angesehen hatte, sowie die Unmenschlichkeit und den Zynismus der Experimentatoren. Hier einige Auszüge. Ich bin der Meinung, dass kein einziges dieser Experimente gerechtfertigt oder notwendig war. Der Gedanke, für die Menschheit etwas zu tun, kam gar nicht auf und wäre verlacht worden. Ich war Zeuge grausamer Schauspiele, aber den traurigsten Anblick fand ich, wenn die Hunde aus dem Keller im Laboratorium heraufgebracht wurden. Anstatt sich zu freuen, dass sie aus der Dunkelheit ans Licht kamen, wurden sie vor Angst ergriffen, sobald sie die Luft dieses Ortes rochen. Anscheinend spürten sie, was ihnen bevorstand. Sie näherten sich den 3 oder 4 Anwesenden hoffnungsvoll, doch vergeblich baten sie mit Augen, Ohren und Schwanz, beredsam wie noch stumm, um Gnade. Wären die Gefühle der Experimentatoren nicht abgestumpft, so könnten sie die Praktiken der Vivisektion nicht fortsetzen. 100-mal sah ich, dass ein Tier, das sich vor Schmerzen krümmte, geschlagen und ihm ärgerlich befohlen wurde, sich ruhig zu verhalten, sich zu benehmen. Ich brauche aber kaum hinzuzufügen, dass ich mich, nachdem ich den Kelch zur Neige getrunken habe, von all dem lossage, lieber würde ich die Wissenschaft, ja sogar die Menschheit zugrunde gehen sehen, als zu solchen Mitteln greifen, um sie zu retten. Ja, grüße euch. Also ich muss euch einmal sagen, warum ich eigentlich da hergekommen bin. Ich finde einfach, es gehört in der heutigen Zeit was gemacht. Also das ist eigentlich der Grund, warum ich da bin. Und wenn man sich ein bisschen informiert darüber, also nicht über die Medien, über die Massenmedien, sondern im Internet, über ausgewählte Medien, sage ich einmal. Also, weil jedes Mal, wenn man irgendwann sagt, ja, das hast du aus dem Internet, ja, ja, das stimmt ja alles nicht. Natürlich gibt es auch Seiten, wo viel Unfug gesagt wird. Aber ich möchte noch mal kurz ein paar Seiten aufzeigen. Und zwar ist das die Seite wissensmanufaktur.net. Ich gehöre nicht dazu, nur weil ich das Leiberli anhabe, aber ich möchte es einfach jedem neu liegen, dass er sich das einmal anschaut. Da gibt es nämlich wirklich einen Plan B. Und weil jeder immer sagt, ja, was soll man machen? Und es gibt ja keine Alternative, alternativlos sozusagen. Das finde ich gar nicht. Es gibt einen Plan B. Und man kann auch sehr viel machen, weil jeder Einzelne kann sehr viel machen. Man kann zum Beispiel den Konsum so einschränken oder nicht einschränken. Natürlich muss man ein bisschen auf was verzichten, aber es ist nicht so schwer, wie man sich das vorstellt. Also, jeder Einzelne kann sehr viel tun. Ja. Den Konsum zum Beispiel, dann kann man da hergehen, genau da, wo wir jetzt sehen, da kann man hergehen und einfach Flagge zeigen und einfach sagen: Ich will nicht mehr, mich interessiert das nicht mehr. Ich will da nicht mehr mitmachen. Ein heißer Tipp zum Beispiel ist noch einfach einmal den Fernseher ausschalten. Also glaubt's mir, ich schaue schon länger kein Fernsehen mehr. Einmal am Abend zum Einschlafen einmal kurz. Aber so in der Regel, glaubt's mir, wenn ihr einmal einen Monat den Fernseher ausschaltet, dann seid ihr einmal heraus aus der Matrix, wenn ich so sagen darf. Von den ganzen, weiß nicht, wie ich sagen soll, Fernsehsendungen. Also mir kommt irgendwie persönlich vor, man will uns irgendwie unten halten. Weil ich muss da wieder jemanden zitieren, den Andreas Popp.
Weil Unterhaltung kommt ja von unten halten. Und zwar uns. Ja. Also, und ich möchte mich ehrlich, erstens nicht gern, ich möchte mich nicht gern freiwillig verblöden lassen. Und ich lasse mich auch nicht gern anliegen. Deswegen schalte ich den Fernseher einfach ab. Das ist ganz einfach, das kann jeder machen. Schalte jetzt den Fernseher ab, fertig. Ja. Man kann in der Zeit zum Beispiel, wo man nicht Fernsehen schaut, sich im Internet ein bisschen selber recherchieren, selber ein Bild machen. Es gibt so viele Seiten im Internet, wo man sich gewisse Sachen anschauen kann, wo man sich eine zweite, dritte, vierte Meinung einholen kann und nachher selber eine Meinung bilden soll. Man soll nicht alles nachplappern, was irgendwer sagt. Oder was ist es einfach mal mit Reden? Man kann auch mit seiner Freundin einmal reden und nicht immer nur Fernsehen schauen. Oder mit seinen Kindern was tun zum Beispiel. Mit den Kindern was spielen. Oder also man muss nicht immer nur vom Fernseher sitzen. Und grundsätzlich einfach mal die Dinge ein bisschen hinterfragen. Also zu denen rufe ich auf, nicht den ganzen Medienbrei fressen, sage ich einmal, sondern einfach ein bisschen nachdenken. Und jeder hat einen gesunden Menschenverstand. Wenn man den einschaltet, dann ist es ganz einfach. Ja, viel mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Also, ich wollte nur aufrufen dazu, dass man sich einmal selber informiert und nicht alles klappt, was im Fernsehen ist. Meiner Meinung nach, wenn man einmal aufgewacht ist, wie es so schön heißt, dann kommt man nicht mehr zurück. Also, wenn man einmal weiß, warum die Sachen so sind und zum Beispiel, also meiner Meinung nach ist die Wurzel allen Übels das Zinssystem. Es ist einfach das Zins- und Zinssystem. Weil zum Beispiel das Chiralgeld, also ich kann es jetzt noch nicht so lange erklären, weil dafür habe ich einfach nicht so viel Zeit. Aber schaut euch das einfach selber an. Schaut es im Internet an und ich kann nur kurz was dazu sagen, also die Banken, wenn jemand einen Kredit nimmt, dann wird das Geld nicht gedruckt. Die Leute müssen das Geld einzahlen, obwohl es nicht gedruckt wird. Und die Zinsen dazu sind nie produziert worden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 10.000 Euro Kredit aufnehme, habe ich nur 10.000 Euro. Ich muss aber, ich sage einmal, 10.100 zurückzahlen und den 100er, den gibt es nicht. Der ist nie produziert worden. Und der andere, der hat den auch nicht gekriegt. Also kann ich nur vom anderen, der was auch 10.000 Euro Kreditnummern hat, dem das wegnehmen. Dann hat der aber nur mehr 9.900. Also das kann nicht aufgehen, das System. Das geht einfach nicht. Das muss einfach jeder den anderen irgendwie was wegnehmen. Deswegen haben wir diese Ellbogengesellschaft, was wir haben. Jeder muss den anderen irgendwie was wegnehmen. Und das kann ja wirklich nicht das endgültige System auf dem Planeten sein. Wirklich nicht. Nein. Das kann nicht sein. Und man kann sich viele Sachen anschauen, zum Beispiel das goldene Mittelalter. Im goldenen Mittelalter war der Zins zum Beispiel verboten. Es hat 300 Jahre lang Frieden gegeben. Im goldenen Mittelalter. Ja. Nachher ist der Zins wieder eingeführt worden und nachher kommt gleich das finstere Mittelalter. Ja, warum wohl? Also macht sich einfach einmal selber ein bisschen Gedanken darüber. Schaut es ein bisschen nach und mehr wohl denke ich gar nicht sagen. Dankeschön. Das ist eigentlich nicht geplant, dass ich da auch was sage, aber das ist jetzt so spontan gekommen, weil ich da vielleicht ein bisschen ergänzend was sagen möchte, was mein Vorredner schon in die Wege geleitet hat. Es geht im Prinzip um Eigenverantwortung. Wir müssen lernen, wieder selbst Eigenverantwortung zu übernehmen. Das heißt, wenn ich Fernsehe, also ich selbst, da war schon mehrere Jahre kein Fernseher mehr, dann übergebe ich die Verantwortung den anderen. Das heißt, ich glaube das, was dort drinnen läuft, was andere sagen. Ja, das ist fast Gottes Wort quasi. Ja. Leider, sagen wir mal so. Und ich habe mich viel mit dem Thema beschäftigt und habe einen Sammelsurium in der Zwischenzeit zusammen von verschiedenen Sendern, die es da gibt, die vielleicht ganz kurz ein paar ich erwähnen möchte. Ein Hauptsender, der quasi alle Mahnwachen
Montagsharmonien und Montagsdemos zusammenführt von allen Städten von Europa, die dort teilnehmen, ist montagsdemo.eu. Ja? Dort könnt ihr alle Aufzeichnungen einsehen, auch die unsrigen von Klagenfurt. Ja? Es gibt aber nicht nur montagsdemo.eu, es gibt zum Beispiel auch, ist einer der bekanntesten und schon lange in diesem Geschäft, möchte ich fast sagen, das ist der Joe Konrad mit seinem bewusst.tv. Aber nicht nur Joe Konrad, es gibt noch andere Koryphäen, wie zum Beispiel der Herr Michael Vogt mit quer-denken.tv. Es gab auch einen sehr guten Sender in der Schweiz, das alpenparlament.tv. Das dürfte aber jetzt verkauft worden sein an sogenannte Weltenwandel.tv. Ja, also man merkt, dass da die ganzen, dass da Dynamik ist. Ja. Ein sehr, sehr guter Sender ist auch noch nuoviso.tv von Frank Höfer in Leipzig. Er hat viele Dokumentationen, auch online, auch viele, die er selber schneidet und selber produziert. Es gibt auch noch viele andere Sender, wie gesagt, ich habe da einen eigenen Vortrag in Vorbereitung, der das alles aufdröselt und aufzeigt. Vielleicht noch einen, es gibt Radiosender auch, die das Thema behandeln. Da ist einer der bekanntesten, der Tarek. Das ist ein Grazer Sender aus Graz, der heißt cropfm.at. Ist sehr zu empfehlen, die haben über 320 Sendungen im Archiv, die all diese Themen behandeln, eben Zinssystem, Chemtrails und so weiter, aber auch spirituelle Themen. Also dann gibt es noch einen recht lustigen Radiosender, das ist wakenews.net, das ist der Detlef aus Basel. Und das sind alles Menschen, die sich meiner Meinung nach extrem engagieren und hier wirklich tolle Arbeit leisten im Sinne der Aufklärung und im Sinne dessen, dass man bewusster werden kann, ja, und bewusster wird. Ja, danke, das wollte ich eigentlich sagen, ergänzend zu meinen Vorrednern wegen Fernsehen. Vielleicht noch ein Satz, besser in die Ferne sehen, als fern zu sehen. Ja. Hallo, grüß euch. Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt in letzter Zeit, dass über unseren Köpfen zahlreiche Flugzeuge sich kreuzen und sehr lange Streifen hinterlassen, weil sie sich nicht wie normale Kondensstreifen auflösen, sondern zu einer breiten Wolken werden, die gemeinsam eine Wolkenschicht, eine richtige Nebelschicht bilden. Offiziell wird das leider von unseren Regierungen verschwiegen. In Wahrheit handelt es sich eben um einen Feldversuch, den man auf die ganze Erde ausgeweitet hat. Man behandelt die gesamte Atmosphäre mit Aerosolen, welche hochgiftige Substanzen beinhalten, nämlich Aluminium, Strontium, Barium, Polymere und weitere unbekannte chemische Substanzen. Man verspricht sich davon, einen künstlichen Sonnenschirm, der die Sonneneinstrahlung zurück ins Weltall reflektieren sollte. Jedoch sind sich viele Wissenschaftler darin einig, dass es sehr riskant ist und sehr wahrscheinlich auch einen gegenteiligen Effekt erzielen kann. Wir merken gerade in den letzten Jahren weltweit große Überflutungen, Dürrephasen, eben Trockenheit im abwechselnden Rhythmus, verstärkt Naturkatastrophen und was eben sehr wahrscheinlich auch auf diese Behandlung mit Aerosolen zurückzuführen ist. Ich kann euch nur nahelegen, erkundigt euch über das Thema Chemtrails und hinterfragt das Thema, ob das auch wirklich so stimmt, wie es uns dargeboten wird. Wie gesagt, offiziell wird es ja verschwiegen, wird es ja nicht gemacht, jedoch ist es offensichtlich und lässt sich auch nicht länger verschweigen. Es gibt ein gutes
eine gute Dokumentation auf YouTube, nämlich Warum in aller Welt sind Sie am Sprühen? Also ich kann nur legen, schaut sich die Dokumentation an, Warum in aller Welt sind Sie am Sprühen? Danach wird es auch ihr erkennen, welche Machenschaften da dahinter stecken und was man damit tatsächlich erreichen will. Es sind zahlreiche Patente angemeldet worden auf aluminiumresistentes Saatgut. Bekannt ist auch der Saatguterzeuger Monsanto, der auch die passenden chemischen Waffen, sage ich dazu, also wie Spritzmittel, Pestizide, den Bauern anbietet. Also es wird genau die Lösung für die scheinbare Lösung für diese Probleme, die wir heute durch diesen Klimawandel haben, werden angeboten. Okay, ich gebe dann weiter an den nächsten Redner. Herzlichen Dank. Übrigens, wer möchte, ich habe da noch ein paar Flyer, ein paar Informationsbroschüren, wenn ihr Näheres über das Thema wissen wollt. Ein paar sind noch da. Ja, ich bedanke mich jetzt erstmal herzlich, und zwar erstens an die Michi, der uns die Anlage gesponsert hat, und an einen Dank, genau. Danke. Es wäre nicht möglich gewesen, ohne die. Großes Dankeschön. Und an einen anonymen Menschen, den ich nicht aussprechen möchte, der uns den Generator gesponsert hat, damit wir auch Strom haben. Großes Dankeschön auch an dich. Ja, an die Polizei. Heute war wieder der Polizist vom ersten Mal, ein sehr freundlicher Mensch. Wir haben das erste Mal ein bisschen über das Freihandelsabkommen mit ihm gesprochen. Sehr netter Kerl, hat uns viel Glück gewünscht und dass wir was bewegen. Ich hoffe, er hat recht. Ja, und sonst kann ich nur sagen, wir sind nächste Woche wieder hier, alter Platz. Und ich werde schon, also wir sind auf jeden Fall früher da, weil wir natürlich aufbauen müssen. Und ab 17.45 Uhr werden wir Gruppen wieder dazu machen bis 18 Uhr. Wenn ihr labe, ich bin ja nah, wenn wir zu 10 sind, sind wir zu 10, ganz egal. Und um 18 Uhr geht es wie gewohnt, wie immer weiter. Wir werden ja reden, vernetzen, und wir brauchen das auch nicht gehen. Also man kann sich ja in kleinen Gruppchen vernetzen, man braucht nicht immer einen Redner vorne oder jemanden, der irgendwas zu sagen, also der zu allen spricht. Man kann sich ja in kleinen Gruppchen zusammentun, das ist ja auch Sinn der Sache. Also genießt die Zeit noch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Frage ans Bewusstsein. Stell dir vor, es ist wahr und die Gaudi ist erledigt. Alle sind über Nacht, zack, ein wenig gescheiter geworden. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur und alles beschädigt. Dann haben sie gesagt, miteinander fangen wir einfach an von vorn. Was war dann? Was war dann? Die ganze Welt ist am Grinsen den ganzen langen Tag. Ja, die Menschen haben's irgendwie kapiert. Weil sie glauben nimmer an Zinsen oder an EU-Vertrag und haben gemeinsam Fukushima repariert. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity, so wie das gehört, ja, ja. Und die Welt als eine große Community, ich glaub sie rehrt vor lauter frei. Und stell dir vor, es ist wahr, die Politiker erinnern sie, warum das es gibt auf der Welt. Und stell dir vor, es ist wahr, wir sind nimmer in die Hände von die Banken mit ihren Schwindelgeld. Ja, was war dann? Was war dann? Und stell dir vor, sie vergiften unser Essen und das Wasser nimmer. Und die Energie ist endlich frei. Und das System mit den Personen haben wir lang schon nimmer. Nein, weil das der Grund war für die ganze Sklaverei. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity. Spürst wie die Schwinger, oh yeah. Und die Welt als eine große Community, die singen. Hey, hey, welcome to freedom. All those rules, we don't need them. Love and respect, that's all the wisdom. Hey, hey, welcome to freedom. Hey, hey, welcome to freedom. Stell dir vor, es ist wahr und die ganzen Differenzen auf der Welt sind auf einmal nicht mehr da. Und alle sagen kollektiv, na gut, verzichten wir halt auf Grenzen. Und wisst was, jetzt bauen wir's einfach alle an. Ja, was war dann? Was war dann? Ha?
Ja, dann war Peace and Love and Unity, so wie die Skeratura. Und die Welt ist eine riesen Community, die Blära. Hey, hey, welcome to freedom. All those rules we don't need them. Love and respect, that's all the wisdom. Hey, hey, welcome to freedom. Hey, hey, welcome to freedom. Hey, hey, welcome to freedom. Hey, hey, yeah, welcome to freedom. Hey, hey, 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 welcome to freedom.